Peter Weir, der Regisseur des Films Der Club der Toten Dichter, drehte eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zweier sehr gegensätzlicher Menschen. Er ist Franzose. Angenehm. Die eine Scheinehe eingingen. Für die Arbeitserlaubnis tue ich alles. Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Sie glaubten, sie müssten sich nie wiedersehen. Viel Glück für dein Leben. Viel Glück für deine Komposition. Bis... Ich bin Ermittlungsbeamter der INS. Der was? Einwanderungsbehörde. Das Gesetz ein Auge auf sie warf. Ich soll ihn in meine Wohnung aufnehmen? Das kommt nicht in Frage. Wenn Sie so abgebrüht sind, jemanden zu heiraten, ohne ihn zu lieben, dann lassen Sie ihn wenigstens ein paar Nächte auf Ihrem Sofa schlafen. Was ist daran schockierend? Jetzt müssen Sie zusammenleben. Im Guten wie im Bösen. Du magst mich nicht, oder? Wir müssen uns nicht mögen. Wir müssen nur Ehepaar spielen. Deine Tischmanieren sind unmöglich. Hältst du das für wichtig? Ja, dann bist du ein Snob. Und du hast Übergewicht, bist primitiv und eklig. Wir haben den besonderen Auftrag, alle Eheschließungen von Immigranten zu überprüfen. Lass mich reden. Nein, ich werde reden. Wie sind Sie sich begegnet? Wir... Erzähl du. Nein, du bitte. Die Geschichte muss überzeugend sein. Mom! Dad! Was ist hier los? Das ist Josh. Ein Handwerker. Ich bin Komponist. Ein Flüchtling. Er ist doch kein Spion oder sowas. Sie werden von Ihnen wissen wollen, welche Farbe seine Zahnbürste hat, was er gern isst und ob er schnarcht. Größe 5'7". 5'8". Augen? Braun. Gewicht 140 Pfund. Nein, 114. Sie versuchten, sich eine gemeinsame Vergangenheit zusammenzuschwindeln. Schwören Sie, dass alles, was Sie hier sagen, die Wahrheit ist, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, dann sprechen Sie, ich schwöre. Wir haben so viel gelogen, dass wir gar nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist. Doch plötzlich kam alles ganz anders. Ich schwöre. Ich will. Touchstone Pictures präsentiert Frankreichs gefeiertsten Star, Gérard Depardieu. Und Amerikas neueste Filmsensation, Andy McDowell. In der Geschichte zweier Menschen, die heirateten, sich kennenlernten und dann verliebten. Green Card, Scheinehe mit Hindernissen. Ein Film von Peter Weir.